bis hierhin. Die Felge hat sie auch getroffen. 1 Euro Schaden. Ist das echt jetzt? Ja. Dann lass doch reingehen, lass doch mal reden, Eidosch, zusammen. Und dann, was ist denn los? Eidosch? Ja. Was ist los? Ich bin nicht gut drauf heute. Ach so, warum? Weil mir einer reingefahren ist heute. Eine. In der neuen Golf. Ja. Ja, das denke ich auch. So, okay. Wir gucken uns den auf jeden Fall gleich mal an. Willkommen bei der Kfz-Bus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir leider eine schlechte Nachricht. Ich habe ein neues Auto gekauft. Wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen? Nicht mal? Ende Februar, 24. Genau, wie viele Kilometer haben wir? 900 und ein paar zerquetschte. Ist ein Golf 8 GTI. Und heute Morgen, was ist passiert? Mir ist eine reingefahren, als okay. Ich vom Parkplatz rauswerfe. Ja, also Parkplatz, ne? Also denkt man sich jetzt nicht dabei. Also es ist großer Schaden ist oder kleiner Schaden ist. Alter, dir ist nichts passiert? Nein. Noch nicht, ne? Nein. Ja. So, das ist der Schaden auf jeden Fall, das ist ja der Golf 8. Jetzt gerade mal 900 Kilometer, das ist der Golf 8 GTI. 940. 940? Achso, ja, ja. So, guck mal. Ganzer Schaden. Also erzähl mal erstmal, wie das passiert ist, Eidosch. Ich wollte mir noch was zu essen kaufen, ja, bevor ich zur Arbeit gehe. So, und dann bin ich auf eine Parkplatzfläche gefahren. Und dann bin ich so weitergefahren. Normales Tempo. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie mich eben etwas gerammt hat. Und dann bin ich aber in der Situation halt weitergefahren, weil ich erstmal hingeguckt habe und dann habe ich erst gebremst. Und deswegen habe ich das von vorne nach hinten so mitgezogen wahrscheinlich. Ein junges Mädchen ist mir reingefahren. Also der Schaden ist wild. Also guck mal. Also ist der ist hier auch? Nein, da vorne okay. War das nicht. Die ist also hinten. Direkt hier rein? Nein, ab hier, nein, ne? Hier so durch. Bis hierhin, die Felge hat sie auch getroffen. Also hat sie ja hier hinten auch. Ach, ist ja alles. Hinten Stoßstange auch alle. Der war dann ganz leicht gemacht. Ja, nee. Ja, aber was ist das größte Problem? Das hast du mir gerade schon gezeigt. Also so sieht der Schaden ja nicht wild aus, ne? Beschädigt an zwei Stellen, leicht gestaucht, aber jetzt nichts Wildes. Einmal hier und dann da unten. Oh, nichts Wildes. Großer Hammer, kleiner Hammer, tack, tack, tack. Ja, ja, klar. Also hier habe ich das gesehen. Wie war das? Hier unten. Da ist er verstaucht. Hier, warte, ich komme da hin. Oder was? Ich sehe das nicht, aber hier habe ich das gerade gesehen gehabt. Ne? Hier. Na, irgendwo ist da. Okay. Ah. Ey! 900, guck mal, wie der aussieht hier. Was ist denn los mit dir? Ich wollte heute das Auto waschen, weil heute so schönes Wetter ist. Ja, ja, klar. Immer wirklich? Heute. Immer heute. Ja, Tank hat der auch nicht drin, ne? Wolltest du auch heute tanken? Ja, ich wollte heute auch tanken, genau. Wie siehst du das denn? Das ist einmal hier. Und wenn du einmal so um die Ecke kommst, hier der Bereich. Ja, das solltest du an dem Bruch der Wellen relativ gut erkennen. Ja, was wird denn jetzt, was ist das jetzt für ein Schaden, aber? Das ist auf jeden Fall ein Reparaturschaden, Pi mal Daumen, muss ich berechnen. Ungefähr. Ja, du kannst im Prinzip zwei neue Türen, die Seitenwand muss neu, Radreifen muss neu. B-Säule? Ja, B-Säule gehen wir mal bei instand setzen. Wie sollen die denn B-Säule in instand setzen? C-Technik, das ist jetzt nicht das Ding. Ich würde sagen plus minus 15. Bis 20, oder sag ich dir heute Abend Bescheid. Echt jetzt so viel? VW arbeitet, glaube ich, für 220 Euro die Stunde. Netto. Ja, ja, das wird dir höchstwahrscheinlich sowieso VW machen dann, ne? Ich will das so bedenken. Wenn du das Auto reparierst, Sachen Fachgerät, und du willst dir, oder beziehungsweise jemand anderes will sich das Auto kaufen, du hast zwei Autos, beide ungefähr dieselbe Laufleistung, selbe Ausstattung, bloß der eine wurde mal verunfallt, repariert, der andere nicht. Welchen würdest du kaufen? Unfallauto. Ich bin YouTuber. Ich brauche Content. Bei dir ist es was anderes. Nein, im Normalfall würde der normale Kunde immer das Auto kaufen,
was nicht beschädigt worden ist. Es sei denn, der Verunfallte sagt, du pass auf, das ist alles sachenfachgerecht repariert, aber hier, gib mir mal 1.000er weniger und dann kaufst du. Und so kommt die Wertminderung. Müssen wir uns ja überlegen, ob sich das überhaupt noch lohnt dann. Ja? Ja, wir gucken nach. Was kostet der Liste? Es ist 40.000. 45. Ja. Also ich habe ja eine Ausstattung, ne, mit Zeitaster und so. 45 sogar. Kann ich dir alles heute Abend sagen, aber im Prinzip ist vielleicht sogar ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, wenn du bedenkst, irgendjemand bietet da 20 plus drauf, bist schon im wirtschaftlichen Totalschaden. Man kann es überlegen, dann musst du halt gucken. Du kannst Audi fragen, ob du auslösen kannst, ob sich das überhaupt rentiert. Ich würde es aber, glaube ich, nicht wirklich machen. Wie, soll ich dann einfach reparieren, weiterfahren? Mit Unfallauto? Ist ja auch egal, aber letzten Endes gesehen, das Ding kostet 45.000. Ja. So, wenn wir jetzt in der Summe von der Versicherung plus den Verkauf des Fahrzeuges 45.000 kriegst, dann wird VW wahrscheinlich sagen, ja okay, dann kauf den halt. Ja, im schlimmsten Fall musst du dann die 2 Jahre bezahlen an Zinsen. Aber wie gesagt, guck einmal rein und überlegst dir 5-mal. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, um ehrlich zu sein. Ja, sie muss ja Eidosch entscheiden, das ist ja Eidosch Auto. Ob sie dann noch mit so einem Unfallauto da fahren möchte oder reparieren möchte oder... VW soll das reparieren. Weißt du noch, der Charan, den ich von VW hatte, wo die hinten die Heckklappe lackiert haben, hast du aus 10 Meter Entfernung gesehen. Aber vielleicht müssen wir das ja über die machen. Ja, es kann durchaus sein, mit Sicherheit. Ja, ich habe ja Leute, die das lackieren könnten, instand setzen können. Ist eine Mehrlenkerachse? Ja, ne? Ja. Überall noch. Auf kleinere 900 Kilometer. Der wurde noch nicht mal gewaschen, dank Eidosch hier. Ja, was denn? Ja, also alles gut, kann passieren. Und wenn du jetzt schuld wärst... Ich bin ja nicht schuld. Ja, auch wenn du schuld wärst. Vollkasko sind wir auch versichert, alles gut. It happens. Ja, also it happens, genau. Ja, ich bin mal gespannt, was VW sagt. Also, wenn euch das interessiert, auf jeden Fall werden wir das Ganze weiterverfolgen und dann, was am Ende daraus wird, ne? Weil das ist ja Hammer, ey. Kannst du dir gar nicht ausmalen. Keine 2 Wochen alt, das Auto. Nicht mal eingefahren, ist das Problem. Und dann so ein Schaden, ne? Also das sieht echt nicht wild aus, aber wo mein Bruder mir das gezeigt hat, und die Tür geht auch nicht richtig zu, ne? Woher haben wir das hier, diesen Knick hier? Oh ja. Also ich habe doch letztens bei VW Kleinigkeiten geholt und ich habe Haufen Geld bezahlt. Da will ich gar nicht wissen, wenn die Tür komplett in Stand setzen, was die nehmen, ey. Ja, mein Bruder wird jetzt auf jeden Fall mal Gutachten machen jetzt. Und dann schauen wir uns an, wenn jetzt einmal bei VW anrufen, fragen, wie man vorgeht. Ne? Also soll ein Fall, was im Vertrag steht vor allem halt. Ja. Wird sehr interessant. Aber egal, Alter, dir ist noch nichts passiert. Nee, außer dass ein bisschen, mir war es schwindelig heute. Der Arzt hat gesagt, ich soll leichte Kost zu mir nehmen. Ja. Und das bis heute Abend beobachten. Alter. Ja. Dann lass doch reingehen, lass doch mal reden, Eidosch, zusammen. Und dann, was ist denn los? Was hast du denn damit vor? Ich will doch einfach nur mit dir mal reden, okay. Unter 4 Augen. Und dann, ey, das ist ja geil, das ist praktisch. Das ist Multiwerkzeug. Ich muss mal mein Auto mitnehmen für ein paar Tage. Echt? Sag doch mal das was. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Ne? Ja, guck mal, so einen netten. Ja, ne? Ich darf ruhig mein Auto mitnehmen für ein paar Tage. Ja, ey. Gut, dass du mein Audi nicht mitgenommen hast. Haha. Weißt du, was geil ist? Was denn? Eidosch macht heute Morgen einen Unfall und dann sagt sie, Scheiße, wie soll ich zur Arbeit kommen? Jetzt muss ich dein Auto mitnehmen. Hättest du wohl gern. Kannst jetzt laufen. Gehe ich schon 2 Stunden vorher los, dann schaffe ich das vielleicht. Ich meine, im Grunde genommen, uns passiert ja nichts. Du bist ja nicht schuld. Was einfach jetzt nur blöd ist, ist jetzt diese Rennerei, ne? Ja, natürlich. Und ja, mein Bruder macht jetzt alles. Aber dank dir. Schickst du die Rechnung an, an Eidosch. Guck mal, wieder fleißig am Putzen. Ich hab's mir auch nicht anders vorgestellt. Ja, nicht wie bei dir. Ja, ich muss noch waschen, du weißt ja hier. Seit du das Auto hast, hast du den noch nicht gewaschen. Guck mal, das Geile ist, siehst du das? Man sieht noch den alten Abdruck. Siehst ja, du das? Ja, sieht man. Haben die das echt abgenommen? Damit es besser aussieht oder abgenommen zu verkaufen, ich weiß es nicht. Und jetzt müssen wir nur gucken. Nicht schielen, bitte. Sieht gut aus. Ah, komm, noch ein bisschen nach oben, runter, so, ne? So vielleicht quer oder so, oder senkrecht, waagrecht, gemischt. Hey. So. Ist das Ding nicht gut? Doch, der ist gut. Davor haben die das ein bisschen falsch draufgeklebt. Sieht mittig aus, oder bist du ein bisschen zu sehr nach links?
ausgerutscht. Nein, das sieht schon mittig aus. Ich will jetzt einmal nochmal für mich gucken, ob ich richtig liege. So, dann machen wir mal von hier. 27, perfekt. Gutachten von deinem Auto ist gekommen. Oh mein Gott. Es ist jetzt eineinhalb Wochen vorbei und wir haben jetzt ein Gutachten bekommen heute. So ist das Ganze passiert hier, bam, so reingefahren und so weiter und so fort. 18.000 Euro Schaden ist das. Echt jetzt? Ja, das ist 18.000 Euro Schaden, dass hier alles gemacht werden muss. Ne? Ist, genau. Wenn ihr einen Autounfall habt, wird dieses Auto auch in die Börse reingestellt. Die Börse? Ja, so nennt man das so. Irgendwie so eine Börse, wo die ganzen Leute... Und wer stellt den da rein? Der Gutachter. Ah, der Gutachter? Ja, ein Restwert halt. Ah. Wie der jetzt mit diesem Schaden weggeht. Okay. Mit knapp, jetzt mittlerweile fast 1000 Kilometer schon. 1000 ne? Kilometer. 1000 Kilometer mit diesem Schaden wird dieses Auto für 27.000 Euro weggehen. Also Wiederbeschaffungswert ist 40.275 Euro. Hat den Wert von 45.000 Euro. Also haben wir eine Wertminderung von 5.000 Euro. Wenn dieses Auto jetzt repariert wird, Aidosch, ja. Wir gehen jetzt bei VW ab. VW ist ja nicht blöd, wird natürlich genau hier ist ja so eine Kostenaufstellung. Hier fängt das an, dann geht das hier durch. Das ist die ganze Kostenaufstellung. Die wird dann 1:1 übernommen und dann kommen wir auf eine Summe von 18.000 Euro. Okay. Und das würde auch VW machen. Und dann musst du dir vorstellen, dass wir eine Wertminderung von 5.000 Euro haben. Nur? Ja, das heißt, wenn wir den nach 2 Jahren, wir haben das ja auch so gemacht, nach 2 Jahren setzen wir uns hin und sagen, wir wollen das Auto ja kaufen oder nicht. Mhm. Und dann sagen wir, ja, hör mal, wir hatten ja mal einen Unfall gehabt von 18.000 Euro, eine Wertminderung von 5.000 Euro. Das heißt, das wird dann nochmal abgezogen. Und dann hat man nochmal so einen Restwert. Und dann haben wir nochmal einen Restwert und dann, je nachdem, was noch in diesen 2 Jahren auf dich zukommt. Ja, wer weiß, was noch passiert. Ja, ne? Ich ziehe die ja momentan an, so, ne? Also, ja, deswegen. Es kann sein, dass wir den Endeffekt dann, ist er nach 2 Jahren, wenn du das überleben solltest, haben wir den Wagen dann halt umsonst. Klar. Wenn ihr mal echt einen guten Gutachter braucht, einen guten Anwalt braucht, in der Richtung, kann ich euch unten alles verlinken. Ist ja mein Bruder, kann ich auch für ihn umsonst Werbung machen. Ist ja nicht schlimm. Dumm gelaufen, das Ganze. Weil im Endeffekt hast du ein nagelneues Auto mit Unfallschaden von 18.000 Euro. Wahnsinn. Ey, komm, der Emblem sieht doch geil aus. Hier sieht es geil aus. Weiß, ich kann mich nicht damit so anfreunden. Doch, doch, man muss sich dran gewöhnen. Warte ab, wenn du so ein bisschen so einlebt, das Ganze. Okay. Ne? Bei dir wird man das sowieso nach 3 Monaten nicht sehen, weil du den ja nicht wäschst. Aber bei mir wird es immer glänzen. Haha. Ich gehe den erstmal nachher waschen und der kriegt eine richtig super Pflege von mir. Ich war nur nicht sicher, ob ich wegen dem Schaden überhaupt waschen darf. Warum nicht? Wir kriegen jetzt die 18.000 Euro. Das ganze Geld landet erstmal beim Rechtsanwalt. Und dann sagt der Rechtsanwalt, Yunus, was machst du jetzt? Jetzt entscheiden wir uns. Die erste Option wäre, ich nehme das Geld, repariere das. Schick mir VW eine Rechnung und dann bezahle ich das. Das ist die erste Option. Zweite Option, wo ich hintendiere, ist das Auto wieder abgeben. Für 27.000 Euro verkaufen. VW kriegt diese 18.000 Euro, die ich bekommen sollte. Und das Auto hätte gekostet 45.000. Ja. Also sind wir bei wirtschaftlichen Totalschaden. Verstehst du? Ja, wenn das so gemacht wird, gerechnet wird, ich kenne mich nicht aus. Genau, und jetzt müssen wir schauen, macht das VW fertig und du fährst jetzt 2 Jahre damit und dann entscheiden wir, kaufen wir nicht. Oder wir geben den Wagen jetzt direkt ab und holen ein neues. Und da muss sich echt Aidosch entscheiden. Wenn Aidosch sagt, ey, ich will das Auto jetzt behalten und will das reparieren lassen, dann machen wir das auch so. Ich tendiere dazu, weil ganz ehrlich, ich will jetzt nicht das Auto abgeben und ein neues Auto bestellen, dann nochmal warten und was weiß ich das nicht. Das ist, ehrlich, das will ist dir überlassen. Das will ich nicht abgeben. Die können es bei VW direkt reparieren, sollen sie die Kohle auch bekommen und dann ist es gut. Was soll ich denn mich damit beschäftigen? Was du auf jeden Fall kriegst, ist natürlich ein Leihwagen. Das für die Übergangszeit, bis der repariert genau, wird. Weil es wird ja bestimmt nicht in 1-2 Tagen repariert sein. Oder? Also ich kann dir sagen, das wird bis zu 4 Wochen dauern. Echt jetzt? Ja. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Oder ihr könnt ja auch Eidosch-Tipps geben. Genau, was soll ich machen, Leute? Ja, was soll ich machen? Und schreibt bitte in die Kommentare, sieht das mit Emblem besser aus oder ohne Emblem? Das ist für mich wichtiger als der Fall hier. Das ist nämlich der Unfall. Es wird ja nicht der Einzige bleiben. Bestimmt. Alter, schön gemacht. Was, willst du noch einen anderen Finger kaputt bekommen oder so? Ja, ja. Soll ich dir noch einen Finger kaputt machen? Nee. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleib gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ich hoffe nicht beim nächsten Unfall. Komm, wir machen mal hier Boxen. Ciao und bleib.